Guten Tag. Bonjour. Welcome. Ja, das ist wirklich faszinierend. Licht- und Wasserbewegungen einfach mit dem Handy steuern. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im Testzentrum von Oase hier in Hörstel. Hier in diesen Hallen werden neue Produkte, Anwendungen und Prototypen von Oase getestet und analysiert, um das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten und eine einfache Handhabung zu gewährleisten. Bei mir steht Andreas Hanke, Leiter Forschung und Entwicklung bei Oase. Hallo, Herr Hanke. Hallo, guten Morgen. Das Smartphone wird bei Oase ja bei weitem nicht nur zum Telefonieren genutzt, sondern ergänzt Oase-Produkte um sinnvolle und hilfreiche Applikationen. Ja, das ist richtig. Die Steuerung spielt eine zentrale Rolle bei unseren Anlagen und Fontänenanlagen und im Wassergarten. Und so ein Smartphone mit WLAN-Funktion ist natürlich eine tolle Innovation, mit dem man unsere Kunden wieder begeistern kann. Es ist ganz wichtig, dass sich unsere Produkte durch herausragende Funktionalität und Eigenschaften eben vom Markt abheben, von dem Wettbewerb abheben. Darüber hinaus ist natürlich klar, dass auch die einfache Handhabung für unseren Kunden wichtig ist, dass wir dann zum Beispiel mit so einer Innovation, mit einem WLAN-fähigen Smartphone unsere Produkte zu steuern, realisieren. Innovation ist das richtige Stichwort. Oase ist Weltmarktführer im Bereich Pumpen und Filteranlagen für Gartenteiche. Das bedeutet Herausforderung und Verantwortung zugleich, oder? Das ist richtig. Also wir sind natürlich immer am Puls der Zeit. Wir versuchen, für unsere Kunden zu entwickeln. Wir versuchen, den Markt zu erkennen, den Trend der Zeit zu erkennen, um dann die richtigen Produkte auch in den nächsten Jahren am Markt zu haben. Und die Herausforderung ist natürlich, dass wir für beide Geschäftsfelder Technologieentwicklung betreiben, die wir dann sowohl im Wassergarten als auch im Anlagengeschäft, Fountain Technology nennen wir das, nutzen können. Und die Anforderungen und Ansprüche der Kunden verändern sich ja auch. Absolut. Und unsere Aufgabe ist es eben, diese Änderungen der Anforderungen und Bedürfnisse zu erkennen, um dann zielgerichtet die Produkte zu entwickeln. Und dass wir da auf dem richtigen Weg sind, das zeigen diverse Fachzeitschriften mit ihren positiven Artikeln über unsere Produkttests. Aber bis ein solches Qualitätsprodukt in den Regalen der Händler steht, ist es ein langer Weg. Ja, das ist wohl wahr. Also die Produktentwicklungsphasen sind natürlich bei uns sehr strukturiert. Wir folgen verschiedenen Konzeptphasen, Design-to-Test-Phasen, bis dann letztendlich in Teamarbeit ein Produkt entsteht, was eben auch marktgerecht in der Qualität, in der Funktion und in den Eigenschaften geliefert werden kann. Ja, und um uns noch mal einige Schritte in diesen Phasen näher anzuschauen, begeben wir uns jetzt in die Entwicklungsabteilung bei Oase. Okay, sehr gerne. So, Herr Hanke, wo befinden wir uns hier? Ja, wir sind jetzt mittendrin in der wöchentlichen Teambesprechung aus dem Kompetenzfeld Pumpen, bei der ich normalerweise auch immer dran teilnehme. Also hier besprechen wir die verschiedenen Projekte, die wir aktuell in der Product Roadmap drin haben. Also die sind in den unterschiedlichen Phasen. Einige Projekte sind in der Konzept-Ideenphase und einige Projekte sind in der Realisierungsphase kurz vor Marktauslieferung, so wie das, was jetzt gerade hier besprochen wird. Das ist unsere Aquamax Start, die kommt in 2 Monaten in die Regale. Wir haben unsere Vorserienlose abgeschlossen, die Musterlose sind getestet und wir haben jetzt noch, sagen wir mal, Optimierungsbedarf an verschiedenen Bauteilen, was aus der Produktion kommt, um die Produktion zu verbessern. Und diese Dinge werden dann hier besprochen, gemeinsam im Team mit dem Marketing aus der Forschung und Entwicklung und eben auch aus der Produktion oder Qualitätssicherungsabteilung, je nachdem, um welche Verbesserung es sich dann handelt. Wann in diesem Entwicklungsprozess wird denn eigentlich festgelegt, wie das Produkt dann aussehen wird? Die Gestaltung des Produktes findet relativ früh statt. Also sobald die Funktionen und die Merkmale des Produktes festgelegt sind, gemeinsam mit dem Produktmanagement, dann beginnen wir, die Funktionen halt in Form zu bringen. Und das Design folgt halt der Funktion, Form follows Function, wie man so schön sagt. Und wenn wir die groben Abmessungen kennen, gehen wir an unsere Designer und die machen das Ganze dann in schön. Also unser Produkt ist ja dann meist technisch, funktional und das muss ja auch ansprechend aussehen. Und da gehen wir halt relativ früh in diese Designphase. Die wird dann abgeschlossen, typischerweise bei Meilenstein 2,
Wir haben einen Meilensteinprozess, der geht von 1 bis 7 und bei Meilenstein 2 ist das abgeschlossen. Und dann folgt noch die lange Realisierungsphase innen drin. Also alles das, was an Motorentechnik, an Pumpentechnik schön verpackt ist, wird dann entwickelt. Und wenn das Design abgeschlossen ist, kann das Produkt endlich in Fertigung gehen? Fast. Also nach der Freigabe des Designs kommt natürlich auch noch die technische Umsetzung, alles was innen rein gehört. Also die Funktionalität ist vor der Designfreigabe festgelegt worden, aber die letzten Feinheiten, die Parameter der Pumpen zum Beispiel, die werden dann noch angepasst. Und das wird dann immer hier ausgetauscht mit den Kollegen aus dem Produktmanagement, dass die Marktanforderungen immer mit den technischen möglichen übereinstimmen. Dass man nicht hinterher ein Produkt bekommt, was am Markt vorbei entwickelt ist. Wie lange dauert es eigentlich von der ersten Produktidee bis zum fertigen Produkt? Das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie komplex das Produkt ist und der Neuigkeitsgrad, ob es sich um ein Technologieprodukt handelt oder Projekt handelt, was neue Technologie beinhaltet oder nur eine Variante. Typischerweise sind unsere Projekte 2 Jahre, die Entwicklungsphase. Wenn es sich um Technologieentwicklung handelt, wo wir wirklich forschen müssen, dann ist natürlich vorgelagert eine Technologiephase von 1 bis 2 Jahren, sodass man auch mal 4 Jahre Entwicklungszeit insgesamt hat. Das heißt, wir arbeiten heute schon an Projekten, die wir in 2016 in den Markt bringen. Zeit, die sich für ein tolles Produkt auszahlt? Ja, das ist unsere Pflicht, dass wir die Produkte nicht nur schön und funktional haben, sondern eben auch dauerhaft und in der richtigen Qualität in den Markt bringen. Diese Zeit müssen wir uns auf alle Fälle nehmen. Vor allen Dingen die Testphase kurz vor der Nullserie ist besonders wichtig, dass man da nochmal den letzten Fehler oder auch Punkt zur Optimierung findet und ausmerzt. Angesichts der Dauer des Entwicklungsprozesses arbeiten Sie doch bestimmt schon lange wieder an einer neuen Innovation. Oh ja, das ist das Schöne. Wir denken jetzt schon in die Zukunft. Wir sind ja 2, 3 Jahre gedanklich immer voraus. Und wir entwickeln Ideen heute schon, was wir in 2016 im Markt haben. Also so viel kann ich schon mal sagen, dass wir im Bereich Anwendungssoftware einiges Neues in den nächsten Monaten und auch Jahren in den Markt bringen werden. Herr Hanke, vielen Dank für den interessanten Blick hinter die Kulissen. Gerne. Und damit verabschiede ich mich aus Hörstel und gebe zurück ins Oase-Studio.